Ich bin der Gregor Wosik, aus Polen ursprünglich, jetzt aus Deutschland. Ich hatte die Idee, weil ich den Entwurf von dem Tower gesehen habe und habe ich gedacht, ja, es ist ziemlich hoch und dann kann sein, dass er in den Wolken verschwindet. Deswegen habe ich gedacht, man braucht jetzt mehr viel Licht. Und in dem Fall habe ich mir ausgedacht, dass die Fassaden und die Nebengebäude, die sind in einem Kreis rund um dieses Turm. In dem Fall habe ich gedacht, wenn irgendwo die Wolken sind hier bekannt, dass sie dann tief auch laufen und dann taucht der Tower sozusagen in den Wolken und wird dann nicht gesehen. Deswegen habe ich gesagt, wenn irgendwo Sonne auskommt, auf irgendwelche Seite, beleuchtet den Turm direkt, aber auch gleichzeitig von anderer Seite.